einfach locker bleiben, auch im Gesicht. Also, für Körper, Geist und Seele wird ja immer wieder viel getan. Aber wie sieht es mit der Gesichtsmuskulatur und den schönsten Falten, den Lachfalten aus? Viele Mitmenschen laufen mit total vernachlässigter und regelrecht schlaffer und überspannter Mimik umher. Und wenn wir ehrlich sind, eine schwache Mundmuskulatur ist doch nicht anziehend. Aber bleiben Sie zuversichtlich. Mit ein bisschen guten Willen und ein paar lockeren Übungen können wir vieles zum Guten wenden. Zunächst einmal bleiben Sie ernst und schütteln Sie sich einfach oder Ihren Unterkiefer. Wenn Sie das Gefühl haben, das ist animalisch und nicht von dieser Welt, dann kann ich Sie beruhigen, Sie sind auf dem richtigen Weg. Konzentrieren Sie sich auf Atem und Stimme noch vor dem Sprechen, nur nicht überreagieren. Jetzt einfach die goldene Mitte wählen. Ihre Stimme bekommt dadurch Betonung, Charakter und Gesicht. Ja, sie wird regelrecht zum Leben erweckt und erhält auch noch eine Seele. Nur damit Sie vorbereitet sind. Es kann dadurch zu Verwechslungen mit Personen des öffentlichen Lebens kommen. Das macht aber nichts. Gönnen Sie sich den Spaß nur zum Vorglühen der Vokale zum Beispiel. Mir ist ganz gleich, ob Sie sich für das A, das E, das I, das O, oder das U, entscheiden. Spitzen Sie die Lippen, ziehen Sie eine Luftkugel ein und lassen Sie den Unterkiefer nach unten fallen. Ja, und dann einfach gähnen. Lassen Sie es frei heraus. Arbeiten Sie ohne Hand vor dem Mund. Werden Sie ruhig unhöflich. Wer ungehemmt arbeitet, schafft die besseren Urlaute und konnte schon viele ungeahnte und auch neue Kontakte knüpfen. Was auch ausgesprochen gut wirkt, sind entrollte Lakritzschnecken. Danach einfach die Hände auf dem Rücken unterbringen und das verführerische Naschwerk Zentimeter für Zentimeter verschlingen. Sehr schön, vielen Dank. Jetzt nur noch mit den Lippen flattern. Toll. Und dann ist es auch schon soweit. Sie verfügen über eine hinreißend entspannte Gesichtsmuskulatur und haben außerdem noch eine bezaubernde, resonanzreiche Stimme. Das Ergebnis wird Sie überraschen. Wer viel übt, bietet seinen Mitmenschen einen geschmeidigen und gepflegten Gesichtsausdruck. Schlaff und überspannt war gestern und muss nicht sein. Jetzt kann der Tag nett werden.